Hi Leute, das ist Sano hier. Heute zeige ich euch, wie ihr an die Bestien klauen und an das Großkatana rankommt. Gehören zu den beiden, zwei der neuen Waffenkategorien, die mit Shadow of the Erdtree mit reingekommen sind. Und Großkatana ist sehr, sehr nice. Wer Bock auf generell auf Katanas hat, der wird auch mit dem Großkatana sehr zufrieden sein. Aber ganz besonders geil sind die wilden Klauen, ja, die Bestien klauen. Für schnelle Angriffsfolgen seht ihr hier, das ist der leichte Angriff. Und aufgeladen der schwere Angriff, den könnt ihr sogar doppelt chainen, dass ihr den zweimal hintereinander ausführt. Absolut nice. Und die Kriegsasche davon, weil da gehen wir gleich zu, die haut einfach mal hier so ein paar wilde Schläge raus. Das ist absolut cool. So, hier seht ihr auf jeden Fall die Bestienklaue. Skaliert mit Stärke, braucht Stärke 13 und Geschicklichkeit 11, ist ganz cool. Und löst Blutverlust aus, was auch nice ist. Das Großkatana auch, natürlich, ne, wie die anderen Katanas auch Blutverlust und benötigt Stärke 14 und Geschicklichkeit 18. Ne? Also wer da Bock hat, hier sehr, sehr cool. Und, ah ja, genau, das Großkatana hat die Überkopfhaltung. Gehen wir noch gerade hin. Genau, das hier, seht ihr, das ist die Kriegsasche. Auch sehr, sehr cool tatsächlich. Ihr hebt das Katana hoch, mit einem leichten Angriff wieder zuschlagen. Und wenn ihr das hochhaltet und dann den schweren Angriff macht, dann macht ihr diese Schlagfolge nach vorne, die richtig krass ist. Ist schon geil. So, auf jeden Fall, ich zeige euch gleich, wie ihr an alle beide rankommt. Einfach nachlaufen und dann bekommt ihr die beiden. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Leute. Schaut gerne um Discord und bei uns auf Twitch vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video.